Hallo und herzlich willkommen bei meinem Video zum Austausch des Steckersystems an der AR-Drohne 2.0. Ich möchte euch heute zeigen, wie man den XT60 Stecker dort anbaut. Dieses hier an der Drohne, das ist der ganz normale, der originale. Und das hier, das ist der XT60 Stecker. Da gibt es zwei, drei Besonderheiten, auf die man achten muss. Zum einen gibt es einmal eine gerade Seite und eine abgeschrägte Seite. Die gerade Seite ist für die Pluskontakte, also für das Pluskabel, das ist das rote Kabel. Und dann gibt es diese abgeschrägte Seite, das ist die Minusseite für das schwarze Kabel. Ganz einfach und unkompliziert, hat Goldkontaktstecker mit kleinen Schüchen drin, sodass man die Enden einfach reinstecken kann und dann verlöten kann. Vorher noch einen Schrumpfschlauch über das Kabel rüberziehen. Und dann rüberstülpen und einfach ein bisschen erhitzen, damit der sich zusammenzieht, sodass die Kontakte sich definitiv nicht berühren können. Sonst gibt es einen Kurzschluss und es wäre nicht so gut für den Akku. Der Vorgang ist ganz einfach. Wir trennen es hier oben an die obere Hälfte einfach ab. Und dann sollte man mit einem kleinen bisschen Wackeln den Stecker rausziehen können. Der ist einfach nur reingeklinkt, die Kabelenden mit so einem kleinen mit so kleinen Goldkontakten, mit Widerhaken, sodass die nicht wieder raus können. Und das wollen wir jetzt machen.